So, im Studio begrüße ich Philipp Fritz. Er ist Weltkorrespondent in Polen. Willkommen hier im Studio, Philipp. Schauen wir mal auf das, was da Polen momentan macht. Seit Freitag enormer Druck im Kessel. Wir liefern, egal ob die Deutschen sagen ja oder nein. Aber bis heute, 15 Uhr und 10 Minuten, soll wohl noch nicht mal der Antrag auf eine Genehmigung vorliegen. Wie ist das zu erklären? Also ich wage zu bezweifeln, dass dieser Antrag gestellt wird, oder? Lass es mich so sagen, warten wir erstmal ab. Ja, Morawiecki hat heute angekündigt, dass er sich in Berlin um Zustimmung für einen Export polnischer Leopardpanzer bemühen werde. In meinen Augen ist das aber nur eine andere Art oder eine zusätzliche Art, Druck auf die Bundesregierung aufzubauen. Polen, du hast das auch schon mal angesprochen, hat angekündigt, unabhängig von einer Exportgenehmigung Leopardpanzer liefern zu wollen. Nun warten wir es erstmal ab. Präsident Andrzej Duda hat gesagt, Polen sei bereit, eine Kompanie zu liefern. Das wären 14 Panzer. Es ist aber Polens Ziel, eine möglichst große Koalition zu bauen von Leopard-Nutzerländern, um dann nach Möglichkeit 100 Panzer zu liefern. Nur das, was du sagst, würde ja dem widersprechen, wenn die Polen sagen, wir liefern trotzdem. Und dann kommt ja noch ein anderer Aspekt hinzu. Wir reden seit Ausbruch des Ukraine-Krieges immer von der europäischen Einheit. Mhm. Damit würde Polen aber, wenn die vorpreschen, mit oder ohne Genehmigung, genau diese Einheit torpedieren und zerstören. Mhm. Ja, richtig, es sieht widersprüchlich aus. Dem liegt aus deutscher Sicht aber zugrunde, dass hier immer ganz schnell in Polen ein deutschlandfeindliches Ressentiment vermutet wird und man den Polen gar nicht zutraut, da irgendwie taktisch zu handeln. Also sicher kann man das vermuten nach der Rhetorik aus Warschau der vergangenen Jahre, dass da irgendetwas Deutschlandfeindliches im Spiel ist, zumal auch Wahlkampf ist in Polen. Das wäre aber zu einfach. Also es ist tatsächlich in Polens Interesse, Druck auszuüben. Würde Polen nun einfach einen Exportantrag stellen, dann wäre weniger Druck im Kessel. Ja, also diese Ambiguität oder die Deutschen irgendwie im Dunkeln tappen zu lassen, das ist in Polens Interesse. Ja, also wenn kein Antrag gestellt wird, Polen aber trotzdem liefert, könnte man sich berufen auf die Worte von Frau Baerbock. Ja, und das Kanzleramt würde sich mit Sicherheit nicht querstellen. Ich denke, das ist die Kalkulation in Warschau. Gibt es irgendjemanden in Polen, der dieses Zögern der Deutschen versteht in der Entscheidung Lieferung von Leopardpanzern, ja oder nein? Ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, dass es abgesehen von Ungarn in ganz Ostmitteleuropa, in der gesamten Region, niemanden gibt, der das Zögern des Kanzleramtes in der Sache versteht. Nein, also da ist Polen geschlossen, die Polen sind geschlossen, die Opposition und das Regierungslager stehen da nebeneinander. So, schauen wir nochmal auf das, was zumindest funktioniert. Heute haben sich zwei von drei Patriot-Abwehrsystemen, Raketenabwehrsystemen in Bewegung gesetzt Richtung Polen. Warum ist es für Polen so wichtig, diese Lieferung und dann auch die Stationierung? Erstmal ist es ein politisches Signal, dass Deutsche und Polen in der NATO im westlichen Bündnis sich überhaupt noch einigen können. Ja, Duda war seinerzeit vor einigen Wochen in Berlin, hat sich mit Steinmeier getroffen. Da wurde der Patriot-Kompromiss nach einer holprigen Reise verkündet. Nun ist es aber so, dass militärisch, also ich will nicht sagen, Polen darauf verzichten könnte. Für Polen als Frontstaat ist es wichtig, Flugabwehr zu haben. Je mehr, desto besser. Nun verfügt Polen aber selbst über Flugabwehrsysteme. Also das möchte ich mal in Abrede stellen, dass es unbedingt notwendig ist für Polen, diese Patriots zu haben. Aber es ist in erster Linie ein wichtiges politisches Signal. Wichtiges politisches Signal, wobei auch da Polen ja im Vorfeld eigentlich was ganz anderes wollte, liefern lassen und dann weiterreichen an Kiew. Und auch da gab es ja so ein paar Animositäten zwischen Berlin und Warschau, weil die Deutschen Nein gesagt haben. Gab es darüber dann nochmal Diskussionen oder ist das einfach so hingenommen worden? Es gab später nochmal Diskussionen und auch hier wage ich zu behaupten, der Drops ist noch nicht gelutscht. Ja? Also die Patriots sind jetzt erstmal in Polen. Es könnte aber durchaus sein, dass sie nach einiger Zeit weitergegeben werden in die Ukraine, wenn Warschau und Berlin sich da einig werden. Es könnte sein, dass die Amerikaner da auch noch ein Wörtchen mitzureden haben, wenn amerikanische Patriot-Systeme in die Ukraine gelangen, dann dürften wir es noch mal zu tun haben mit dieser Debatte. Und dann dürfen bestimmt auch Deutsche. Philipp Fritz war das, Weltkorrespondent in Polen. Dankeschön für dieses Gespräch. Gerne.